Hallo Freunde, heute zeige ich euch eine schnelle und einfache Grundmontage, das heißt, wie ihr euren Köder schön auf Grund anbieten könnt. So Freunde, jetzt basteln wir uns unsere Grundmontage. Da haben wir unsere Hauptschnur und auf diese Hauptschnur können wir ein Blei setzen. Dieses Blei sollte immer den Strömungsverhältnissen angemessen sein. Je mehr Strömung, desto mehr Gewicht brauchen wir natürlich. Davor setzen wir diese kleine Perle auf die Schnur und knoten das Ganze an unseren Wirbel. Wir können natürlich auch, wer es bevorzugt, so ein Grundblei zum Einhängen nehmen. Den würden wir an einen Antitangle-Boom setzen. Das Antitangle-Boom würden wir auf die Hauptschnur schieben. Davor wieder unsere Perle und dann die Hauptschnur an den Wirbel knoten. Das Grundblei können wir dann je nach Gewicht, was wir benötigen, an das Tangleboom anknoten. Jo, und wie das Ganze geknotet ausschaut, zeige ich euch jetzt. So, ich habe jetzt das Blei auf die Hauptschnur gesetzt und davor die Perle. Nun muss ich nur noch den Wirbel an die Hauptschnur knoten. Dafür verwende ich meinen Lieblingsknoten, das geht auch ganz schnell und einfach zum Nachmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal wickeln wir das um die Hauptschnur, dann ziehen wir das so lang und dann machen wir es hier oben, ziehen wir uns die Schlaufe ein bisschen größer und ziehen das Ende einmal durch und dann ziehen wir den Knoten fest, ziehen von beiden Seiten. Dann zieht sich das schön fest, schneiden das lange Ende ab hier, das brauchen wir nicht mehr. Und dann haben wir unsere Grundmontage gesetzt. Jetzt brauchen wir theoretisch hier vorne nur noch einen Haken einhängen, den haben wir auch schon. Machen das ganze Fach zu. Und dann braucht ihr nur noch an euren Haken einen Wurm oder einen schönen Köfi ranzuhängen und schon könnt ihr die Montage auswerfen. Ihr seht, eine Grundmontage ist auch schnell gebaut. Ich wünsche euch viel Erfolg und dicke Fische.